Hallo und herzlich willkommen zurück bei Skyrim, hier bei den Ollen Rollen, live aus der Müllkippe der unsichtbaren Universität, quasi. Aktivieren! Ach, das ist unser Freund Augur auch. Augur von Dunlein, der Verlorene. Ihr seid also der Augur von Dunlein. Ich bin der, den ihr gesucht habt. Eure Anstrengungen sind vergebens. Es hat bereits begonnen. Aber jene, die euch schickten, haben euch nicht gesagt, wonach sie suchen. Wonach ihr sucht. Okay, und was? Also ich sollte zu euch kommen, das war meine Aufgabe. Was suche ich denn? Ihr sucht, wonach all jene suchen, die über die Magie gebieten. Wissen. Ihr werdet Folgendes herausfinden. Wissen macht korrupt. Oh. Es zerstört. Es verschlingt. Ihr sucht Sinn. Den Schutz im Wissen. Ihr werdet ihn nicht finden. Der Talmor suchte dasselbe. Und es wird sein Ende bedeuten. Wie es bei so vielen der Fall war. Der Talmor? Ist das etwa unser Freund Talmor von oben? Welchen Talmor meint ihr? Der auf den Namen Ancano hört. Ich wusste es. Er sucht Informationen über das Auge. Doch er wird etwas ganz anderes finden. Oh. Eure Wege werden sich kreuzen. Doch zunächst müsst ihr finden, was ihr benötigt. Und was benötige ich? Ihr und diejenigen, die euch helfen, wollt mehr über das Auge von Magnus erfahren. Ihr wollt ein Unheil abwenden, dessen ihr euch noch nicht bewusst seid. Um durch das Auge von Magnus zu blicken und nicht zu erblinden, benötigt ihr seinen Stab. Die Ereignisse bewegen sich auf ihren unaufhaltsamen Mittelpunkt zu. Ihr dürft keine Zeit verlieren. Geht mit diesem Wissen zu eurem Erzmagier. Der hat mich ein bisschen kirre gemacht. Ich melde mich bei Savos. Der Hund macht mich... Hund! Ich muss die Ereignisse... Die Hund, die Ereignisse! Ja, das will ich aber meinen. Muss ich erst wieder böse werden. Okay, die Schmiede... Schön, dass die Schmiede da ist, aber wir haben momentan andere Sorgen. Waren wir da unten denn schon? Ja, das ist der Ausgang, glaube ich, ne? Da ist eine Truhe. Okay. Ja, was soll's. Ja, okay. Alles schon geplündert, haben wir alles schon besiegt, haben wir alles schon gemacht. Dann jetzt wieder auf. Heiteres Ziegenschlachten. Hier ist noch die ominöse Hand. Es gibt so viele Rätsel in dieser Universität. Es gibt so viele Rätsel. Deswegen haben wir uns alle nach Weißlauf gelockt, glaube ich. Weil es hier einfach so unendlich viel zu tun gibt. Unendlich viel zu tun gibt. So, Dröppchen, Dröppchen. Und da sind wir da. So. Bloß wieder raus hier. Jetzt müssen wir irgendwie zu unserem Freund, dem Erzmagier. Wir sind inzwischen mit allen befreundet. Wir sind mit allen dicke. Da geht's nur zu, ne? Bin ja noch nicht hundertprozentig fit mit der Geologie. Nix. Gleich sind wir wieder draußen. Oh, das sieht schön aus. Das war nichts.
Hier war auch ein großes, rundes Nichts. Wir sind gleich wieder draußen. Gleich. Irgendwo hier muss die Leiter sein. Dort. Himmelsrand? Stimmt doch gar nicht. Das ist doch nicht Himmelsrand. Achso, ja, ja, oh, okay. Doch, ist Himmelsrand, aber... Oh, ach, wir können auch gleich da rein. Naja, gut. Okay, auch zum Erzmagier. Ich mach kurz die Lampe wieder aus. So. Können wir vielleicht noch... So locker die Einstellung der Akademie auch ist, so gibt es doch einige Dinge, die nicht erlaubt sind. Aha, ja. Ist richtig. Wo ist denn unser Freund? Savos, ihr seid das. Euch suche ich doch. Servus. Servus, Savos. Ich speichere mal kurz. Was ihr hier lernt, lernt ihr fürs Leben. Hm. Vielleicht... Hm. Es ist kein Geheimnis, dass der Ruf der Akademie in Himmelsrand befleckt ist. Ja. Ich habe wichtige Informationen für euch. Ja? Und die wären? Wir müssen den Stab des Magnus finden. Bitte was? Ja. Nun, ich hätte liebend gern solch einen mächtigen Stab. Aber ich bin mir nicht sicher, ob jemand von uns ihn wirklich braucht. Es hat mit der Kugel zu tun, die wir gefunden haben. Und woher wisst ihr das? Ich habe mit dem Auguren von Dunlein gesprochen. Wirklich? Mhm. Und er hat ausdrücklich den Stab des Magnus erwähnt? Mhm. Ich bin von eurer Initiative beeindruckt. Natürlich muss das jemand untersuchen. Ihr meint mich, nicht wahr? Aber sicher. Natürlich. Da ihr sogar den Augur um Rat ersucht habt, dachte ich, ihr wärt enthusiastischer. Hm. Etwas so Besonderes und Uraltes wie den Stab des Magnus. Ich bin mir nicht sicher, ob wir so etwas jemals finden werden. Ich erinnere mich daran, dass Mirabelle kürzlich den Stab erwähnt hat. Mhm. Vielleicht kann sie euch etwas erzählen. Mirabelle, okay. Ich bin recht zufrieden mit eurem Fortschritt, wisst ihr? Oh, danke euch. Ihr habt ja auf jeden Fall bewiesen, dass ihr mehr seid als ein bloßer Lehrling. Ich danke euch. Dieser Silberreif war einmal von unschätzbarem Wert für mich. Ich hoffe, dass er jetzt euch nutzen kann. Ja, ich guck mal. Begonnen Enthüllungen des Ungesehenen. Mage Circlet. Warte, sprich mit Mirabelle. Machen wir gleich. Steigert die Magie um 70 Punkte. Wow. Wir brauchen bald ein Magieset. Es geht bald los. Wir brauchen ein Magieset. Was sind das hier eigentlich für Dinger? Nur leere Punkte. Okay. Mirabelle. Wo ist denn Mirabelle? Oh, ich grüße euch, mein Freund. Warte mal kurz. Ich denke über viele wichtige Dinge nach. Eure Angelegenheiten gehören nicht dazu. Dann stürzt in dein Verderben. Bitte schön, dann sage ich es dir eben nicht. Arroganter Laffel. Was soll ich denn da noch? Also ganz ehrlich. So locker die Einstellung der Akademie auch ist, so gibt es doch einige Dinge, die nicht erlaubt sind. Ja, für wahr. Ach so, ganz kurz. Hey, Bredina. Dann wollt ihr jetzt losziehen, um einen Stab zu finden? Ich verstehe nicht, was das für einen Sinn haben soll. Woher wisst ihr das? Und B, ihr seid doch Magierin. Ihr wisst doch, dass Dinge zusammenhängen manchmal. Ich gehe dann mal wieder. Tschüss. Okay, wo ist denn... Ah, hier, ich grüße euch. Teufel. Gut zu sehen, dass es in Himmelsrand immer noch so gute Menschen gibt. Ja. Ihr gebt einem alten Mann Hoffnung. Ja, tschüss. Hab keine Zeit dafür. Würde ich gerne machen, aber... Oh Gott, die hasst uns bestimmt, weil wir was verraten haben, oder? Ich glaube, an der Akademie ist es Zeit für einen Führungswechsel. Ja, okay. Oh, die finde ich ganz furchtbar. Erinnere mich immer an Kings of Amalur. Ich weiß nicht, warum. Immer noch keine Nachricht von eurer Familie? Was? Nein. Und das habe ich auch nicht erwartet. Wirklich? Das muss schön sein. Ich bin bis nach Himmelsrand gekommen, um den Erwartungen meiner Familie zu entkommen. Meine Familie hat es gar nicht gern gesehen, dass ich hierher gekommen bin. Oh, nun, das ist schwierig. Es tut mir leid, dass ich damit angefangen habe. Was? So, Mirabelle.
Bitte behelligt den Erzmagier nur, wenn es wirklich unbedingt nötig ist. Ist es immer. Also, wisst ihr etwas über den Stab des Magnus? Nun, das ist eine merkwürdige Frage. Mhm. Warum in aller Welt wollt ihr das wissen? Ah, der Erzmagier schickt Hättet mich. Ihr vielleicht einen Augenblick. Oh nein, nicht schon wieder. Erzmagier Aaron hat gesagt, dass er es kürzlich erwähnt hat. Ich verstehe. Nun ja, das habe ich wohl erwähnt. Aber ich weiß nicht genau, was ich euch seiner Meinung nach nun sagen soll. Ja, ich habe ihn erst vor einigen Monaten darauf hingewiesen, als die Synode hier auftauchte und danach suchte. Offenbar dachten sie, wir hätten es hier irgendwo in einem Schrank. Wir sind schließlich nicht alle in Zwergenruinen aufgewachsen. Ich wünschte, Hintergrundgespräche würde man die Fresse halten, wenn ich rede. Ja, bitte Entschuldigung. Oder würden einfach leiser werden. Das wäre doch schön. Quatschen die mir alle rein. Ich verstehe doch nichts. Was? Die Synode? Was? Ist das ein Server? Okay. Magier, die ihren Hauptsitz in Cyrodiil haben. Sie halten sich seit ein paar hundert Jahren für die kaiserliche Autorität in Sachen Magie. Meines Wissens wollen sie mit ihren Aktionen in Wirklichkeit nur die Gunst des Kaisers gewinnen. Mhm. Viel Politik, wenig Magie. Ich war ganz überrascht, sie vor unserer Tür vorzufinden. Sie schienen durchaus liebenswürdig, doch die Richtung, in die ihre Fragen gingen, war mir nicht ganz geheuer. Es zeigte sich, dass sie versuchen, machtvolle Artefakte an sich zu bringen, um ihre Macht zu festigen. Die Resultate sollten schon bald hier sein. Ich werde ich schmeiß den einfach. Und was sagtet ihr doch gleich, was der Zweck dieser kleinen Unternehmung sein sollte? Oh nein, natürlich ist das nicht genug. Nicht jetzt, ganz und gar nicht. Ich habe immer noch zu viel zu tun. Sekunde, es geht gleich weiter. Wenn ihr meint. Na gut, jetzt. Also weiß niemand, wo sich der Stab gerade befindet? Das weiß niemand hier. Die Synode schien überzeugt, dass er irgendwo im Himmelsrand sein müsse. Ach. Sie erkundigten sich nach den Ruinen von Mesulft, aber mehr weiß ich nicht mehr. Die Ruinen von Sulf? Es klang, als seien sie dorthin unterwegs, auch wenn sie aus dem Grund dafür ein großes Geheimnis daraus machten. Mhm. Wenn ihr unbedingt nach dem Stab suchen wollt, findet ihr sie möglicherweise noch in Mesulft. Erwartet nur nicht, dass sich ihre Mitglieder als kooperativ erweisen. Ja, keine Sorge. Da habe ich Mittel und Wege. Mesulft, okay. Was könnt ihr mir sonst noch über den Stab des Magnus sagen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Angeblich hat Magnus selbst ihn angefertigt und benutzt, wenn ihr an solche Geschichten glaubt. Mhm. Ich glaube, ich habe einmal gehört, dass nur er seine Macht adäquat aufnehmen konnte. Die üblichen Ausschmückungen, die Zauberer früher gern verbreitet haben. Okay, na gut, dann auf nach Mesulft. Danke euch, tschüss. Eieieiei, so. Schön. Auf nach dem Sulft. Auf nach dem Sulft. La da 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 dam da da. Da dam da da. Da dam da da. So. Sulft, wo bist du denn auf der Karte? Wir waren einst schon da. Wir könnten eine Schnellreise machen. Felsmohang, das sind auch Sachen, die wir noch nie Komm, wir reisen nach dem Sulft. Gemeinsam. Wir machen das einfach. Ich glaube, wir waren schon mal da vor Ewigkeiten. Und kamen, glaube ich, nicht rein. Oder wenn wir reinkamen, kamen wir, glaube ich, nicht weit. So, folgendes. Pferd von Erik. Ich muss jetzt mal. So. Okay, das kommt rein. So. Ja, ist schon schön. Das brauchen wir noch. Das brauchen wir auch noch. Die, ne, Gaulus Amulett müssen wir mal irgendwann fertig machen. Mage Circlet. Oh, 70 Punkte ist halt schon nice. Die Sachen können eigentlich weg. Wobei, das hier ist noch ein Quest-Ding, glaube ich. So. Und ein paar Sachen brauchen wir, glaube ich, auch nicht wirklich. Ostkaiserliche Anhänger. Warum wir das hier haben? Ach, habe ich mal aus Versehen mitgenommen, glaube ich. Schuppenhelm der Illusion. So. Silberring, die Dinger hier. Achso, das kann ich nicht ablegen. Okay. Waffen haben wir bestimmt auch noch ein paar schöne, ne? Ancient Nord Arrow, aber ganz ehrlich, die haben nur 9 Schaden. Die brauchen wir inzwischen auch nicht mehr unbedingt. So, den Ebenerzbogen, Ebenerzschwert des Vampirs. Den finde ich ganz spannend für einen Einhänder tatsächlich.
So, Eisenpfeile brauchen wir auch nicht mehr wirklich. Falmer Arrows haben wir nur noch. 59, da müssen wir bald mal der Falmer besuchen. Machen wir mal vielleicht da gleich. So. Nordic Arrow ist eh nur einer. Nordic Bow. Und die Stäbe. Die parken wir auch mal auf dem Gaul. Die gebe ich jetzt nicht ihr. So. Bin gleich fertig, ne? Ich mache das nur ganz grob gerade. So, Horkerzahn. Huh, da ist noch einer. Ich muss langsam mal wegen den Seelensteinen gucken, ne? Die wiegen ja auch was. Das läppert sich schon langsam. So, Ingo. Ich lege nur die schweren Sachen ab hier gerade. Seelensteinfragmente. Super schwere Sachen. Ingo. 4 Wolfspelze und 2 Ziegenhörner. Die winzigen Seelensteine könnte ich eigentlich auch. Ne? Eigentlich brauchen wir die auch überhaupt nicht. Gefüllt mit armseliger Seele. Komm, hau weg. Braucht man nun eigentlich gar nicht. Kleine Seelensteine auch nicht. Wir haben genug große. Füllen muss ich da auch nicht mehr. Eigentlich reichen die großen. Die großen reichen mehr als genug. Okay, wie sieht's aus? 514. Das heißt, ich hau hier nochmal ein bisschen was weg. So. Was sich halt so ansammelt, ne? Da bist du ja gerade noch mal Müllkippe gewesen, schon sind die Taschen wieder voll. So, und Essen natürlich genauso. So. Das geht ratzefatze hier. Vor allem großes Muschelfleisch. Zack. Tomaten. Toll, dass sie dabei haben. Und hier könnte man das Gift eigentlich auch weglegen. So. Normalerweise auch hier Wundertrank, Elixier des Beschwörers, Eisgeist-Essenz brauchen wir auch nicht. Magika brauchen wir eigentlich nie wirklich die Tränke. Noch nicht. Vielleicht später mal, aber jetzt aktuell noch nicht. So, Stärke. Zack. Gut, das müsste eigentlich reichen. Habe ich mich mal ein bisschen beeilt gerade. Und dann würde ich sagen, obwohl ist egal eigentlich, ne? Ich weiß, es ist gerade sehr, sehr dunkel. So. Jemand sprach. Ich sehe niemanden. Oh, da hinten ist noch eine Höhle. Oh, großartig. Okay, aber jetzt erstmal hier hinein. Waren wir da schon mal? Also wir waren auf jeden Fall schon mal drin. Da bin ich ziemlich sicher. Kristall. Verschwunden. Findet Paratus in Ukola. Was? Aber ich komme nicht durch. Dringe zum Okular vor. Aber wo finde ich einen Schlüssel zu dem Sulft? Oh. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Hä? Forschungsprotokoll, Schlüssel. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Okay, warte. Forschungsprotokoll wollte ich gerade lesen. Ein paar Bücher, die auch noch ablegen können, aber egal. Forschungsprotokoll. Aufseher Gavros. Der Rat hat von dem Mangel an Fortschritt bei den Bemühungen eurer Gruppe vernommen. Es erregte sein besonderes Missfallen zu erfahren, dass eure Spezifikationen für den Fokuskristall vollkommen falsch waren. Das gesamte Binderkonklave hat unermüdlich gearbeitet und der Rat ist sich sicher, dass dieser neue Kristall euren Bedürfnissen entsprechen wird. Hiermit werdet ihr beauftragt, den Kristall an die Stätte zu bringen, eure Arbeit zu vollenden und dem Rat unverzüglich vollständig Bericht zu erstatten. Der Rat verlässt sich darauf, dass ihr den Kristall persönlich zum Okular bringen werdet und dass es keine weiteren Komplikationen geben wird. Erster Assistent Oronril. Okay, ja, im Sulft waren wir schon. Aber hier noch. Schande ist das. Aber hier noch nie drin. Aha. Okay, ich mache wieder ein bisschen Lämpchen an hier. Ich muss natürlich erstmal wieder gucken, ne? Das ist euch klar. Ich werde hier wieder wie ein Staubsauger durchmarschieren. Oh. Da
ist der Knopf. Vielleicht gehe ich da mal nicht drauf. Wissenschaftlerin der Synode. Na gut, die hat ehrlich gesagt, die sind nicht so gut ausgerüstet, wenn ich das mal festhalten darf. Ach, bitte. Schöner fetter Ölfleck. Hallo Miko. Ja. Das kann ja heiter werden hier. So, Dwemer Konvektor leer. Haben die einfach schon geplündert. Das ist eine Schweinerei. Wie kann man nur so ein schöner Konvektor? Was fällt denen ein, die Sachen zu plündern, die ich noch plündern wollte? Hier fallen bestimmt gleich Steine runter oder so, wa? So, genau ins Getriebe hin. Hast du gesehen? Richtiges Adlerauge. Okay, da kommen Spikes raus. Ich dachte gerade, das wären lauter Barren. So, Dwemer arbeiten. Darfst du nämlich gerne mit. Arbeiter, hier Scrap Metal, Dwemer Bolzen, Dwemer Öl, großer Seelenstein. Vielen Dank. Und hier hinten offenbar gar nichts. So, okay. Also hier geht's lang. Ich crouche übrigens so viel, weil ich den Bogen gerade aktiviert habe, ne? Oh Gott, das mit dem... Das wird ja heiter hier. Ich hoffe, ich kann genug tragen. So. Okay, das war's hier. Nein! Gib mir die Spinne! Nein! Nein! Nein, ich will sie looten! Ich will sie looten, aber ich kann nicht. Ah. Was soll's, haben wir einen Spinnen nicht gelootet. Es wird mich bestimmt noch lange beschäftigen. So, eine weitere Tür. Dankeschön. Dankeschön. Das heißt, ich krieg mal neue Dwemer-Pfeile, neue Dingens-Pfeile. Pfeimer-Pfeile, Mann. Könnte durchaus passieren. Und vor allen Dingen auch ein bisschen, oh, Mondsteinerz. Selten, selten. Vielen Dank. Plink. 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 Was passiert da gerade im Hintergrund? So. Ich hab da was gehört. Ja, ja, warte, warte, warte. Niemand hier? Ach, schon tot. Ah. So, ein bisschen Weizen. Wie auch immer Weizen hier runterkommt. Die bauen ja noch nicht selber an. In der Höhle. So, okay, Mondstein jetzt. Wunderbar. Plink. Plink. Plink! Plink! Plink, das dauert was lange! Plink! So. Ein Träumchen, vielen Dank. Das freut mich sehr, das ist nichts. Okay, Kartoffeln, sehr wichtig. Hundefleisch, lecker. Und hier noch der agonische Bericht. Okay. Hä? Willst du mich verarschen? Ich hab schon abgeerntet, da fängt jetzt an. Na gut.
Wissenschaftler haben alle nichts dabei. Ich verstehe gar nicht, wer denen umgebracht jetzt. Der Schaurus? Haben die alle so lange überlegt, bis sie das hier alles gebaut haben? Rolle des Lähmens. Oh, Fallmauer, natürliche Fallmauer. Das heißt, sie haben alle so lange überlegt, bis sie Fallmark kamen. So wird es wohl gewesen sein. Vorsicht! Sehe ich gerade nicht. Oh. Hä, ich hab. Nein, Mann! Boah! Springt mir doch nicht immer in den Bogen! Deswegen habe ich gerade die beiden. Ah nein. Warum rede ich mit denen überhaupt noch? Ich glaube, die stehen heimlich drauf. Das sind so kleine Sadisten, die wollen immer gemaßregelt werden. Mit Pfeil und Bogen. Oder auch mit Schlägen. Deswegen rennen die da mal rein. Okay, und da sind wir wieder. Geht ganz schön hoch, ne, hier alles. Oh. Nein. Ein großes Tor, wollte ich gerade sagen. Ein großes Tor ist immer auch eine Ankündigung. Ach, naja, offenbar nicht. Keine Ankündigung, ist einfach nur ein großes Tor mit ein paar Sachen dahinter. Okay. Hallo, Freunde. Das nehme ich mit. Das nehme ich gerne mit. Dwarven Metal Ingot. Dankeschön, wie immer Gyro. Hier ist noch ein Trüchen. Sapphire Necklace. Wenn es in Dwemann passt, passt es uns natürlich auch. Ist alles one size fits all. Und das war's, glaube ich, ne? Dwemer Bowl, Dwemer Pot und so brauchen wir nicht. Das war's hier. Und hier kommen die Little Sisters raus. So, sehr mysteriös hier gerade. Dankeschön. Ist da eigentlich irgendwas drin? Nee. Eine Steinbank, sehr bequem. Das entspannt natürlich die Beckenbodenmuskulatur. So, ich speichere mal zwischendurch ab, einfach nur, weil es sinnvoll ist. Dann schleichern wir mal ein bisschen. Ah, ja. Durchgänge haben die Dwemer, glaube ich, gerne gebaut. Haben wir schon ein paar Mal gesehen. Oh, 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 oh. Sag mal. Guck mal, die haben auch diese drei kleinen Dinger da oben drauf. Ein beliebtes, wiederkehrendes Motiv in der Bauweise der Dwemer. So. Okay, da ist eine Tür. Hier geht es auch noch weiter runter. Ich guck erstmal unten. Ich glaube, da geht es nicht mehr allzu weit weiter. Oder? Wenn man sich halt immer entscheiden muss, ne? Oh Gott. So, Alchemielabor brauchen wir aktuell nicht. So, naja, das nehmen wir noch mit.
Aha. Na, vielen Dank. Durchsuchen Truhe. Das nehme ich gerne mit. Den brauchen wir nicht wirklich. Ruined Book brauchen wir auch nicht. Hätten wir eh nicht lesen können. Ist nicht unsere Sprache. Und ich glaube, das war es hier auch schon. Ist nicht so... nicht so hochwertig. Hier kommen wir nicht durch. Okay. Na gut. Dann haben wir alles, was wir hier unten kriegen können. Alles, was wir hier unten kriegen können. Ich muss ganz kurz gucken. Oh Gott, schon 1000. Wir sind schon mal 1000. Aber wir haben Ilona dabei. Ich hoffe, die kann noch was tragen. Ich weiß gar nicht, ob wir die leer gemacht haben. Ich glaube nämlich nicht. Die ist irgendwann einfach verloren gegangen. Das war Nummer 1. Ja, es könnte bald ein bisschen knapp werden im Inventar. Ich sag's ja nur. Weil irgendjemand ja unbedingt immer alles mitnehmen muss. Oh, die Sachen kenne ich. Ja, das habe ich mir gedacht. Durchsuchen, wem? Ach so. Verstehe ich. So. Oh Gott. Tja, kann sein, dass wir vielleicht irgendwas unterwegs nochmal ablegen müssen. Eventuell. Bin mir noch nicht ganz sicher. So. Ja, und damit haben wir es auch schon. Entschuldigung. Wir halten an. Was ist los? Ja, folgendes. Ja. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Ja, das ist auch eine gute Sache. Habt ihr denn noch Platz? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Bosma Engraved, ja. Sieht gut aus. Sieht gut aus, sieht gut aus. Dann lass mal ganz kurz gucken. Was können wir euch denn geben? Die wiegen nicht so viel. Hier, Dwemer. Hier, 7. Okay, okay. Wir haben wieder ein bisschen Platz. Dann mal los. Ich wünschte, der Hund hätte Platz. Soll ich da unten noch gucken, ne? Nix. Ich weiß, wir müssen gleich wieder oben rüber, aber... okay, das war alles, was man hier unten... okay, ja, gut. Das ist nicht so erfolgreich. Ich dachte, hier unten kommt noch was. Na gut. Dann wieder rüber. Entschuldigung, wollte die Expedition nicht aufhalten. So. Ja, die schaffen das alle. Ich nicht. Den Rest muss ich liegen lassen. Muss ich den Rest liegen lassen? Ah, Falma. Durchsuchen Truhe. Ja, eigentlich könnten wir hier doch mal ein paar Sachen ablegen in dieser Truhe. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Menschliches Herz, ne? Ich glaube, die haben ein bisschen... ein paar Leute von Expeditionen haben die bestimmt gefunden, oder? So, weißt du was? Ich lege mal ein paar Sachen in die Truhe und dann düsen wir weiter. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Truhe hier ist. Ich gehe ganz kurz mal weiter. Denn das hier oben sieht mir doch sehr nach... fast schon nach Ende aus, aber... wenn hier so viele Falma liegen, heißt das... wir kommen doch noch durch Falma, oder? Wir kommen doch bestimmt noch durch Falma. Sulft Beulery. In der Kesselei. Oder Kocherei. Ja, nächste Folge geht's weiter durch Sulft. Schöner Name. Ich mag den. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.
gehabt. Euch wohl. Dummer Hund. Ja. Tschüss.